Jo Leute, willkommen zurück zu Deponia. Wir müssen nur hier. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarorte. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, vielleicht kann ich die Lampe hier oben einbauen. Hä, hey, warte mal. Da soll die Lampe rein. Die. Und Klappe zu. Okay, egal. Wir gehen nochmal wieder zurück. Hier ist eine Wartungsklappe. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Erstmal wieder zurück. Wir müssen irgendwie einen Weg da nach da oben kommen, suchen. Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Ich halte nichts von Rückspiegel. Mein Blick, egal. Eine Warnlampe? An meinem Minebike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger. Oder eine Sprungfunktion. Und vielleicht können wir eine der Sachen, die wir jetzt geholt haben, hier benutzen. Wahrscheinlich aber nicht. Was hier? Nach unten. Hier sind wir im Kran. Der funktioniert bestimmt auch noch nicht. Immer noch nichts. Nein. Gut. Also natürlich nicht gut, aber. Ich halte nichts von mein Blick, egal wie laut. Nicht solange ich noch zwei Ei. Nicht solange ich noch zwei Ei. Nein, wahre. Mal gucken. Wir gehen mal wieder zurück. Vielleicht haben wir was übersehen. Er erzählte hier irgendwas von Abwischen. Spiegel kann man übrigens verwenden, um. Ja, ja und so weiter. Ich glaube. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Wenn wir den Spiegel irgendwie hier ranhängen. Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Irgendwie das mit dem Licht? Er hat angefangen. Nicht solange ich noch zwei Eier. Mit dem Spiegel irgendwie das Licht hier reinbringen, das ist ja. Vielleicht so eine Reflexion nur. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oder sprich, wo das. Wo der Spiegel dann. Spot auf, einen dreckigen Spiegel. So bringt das irgendwie noch nichts. Scherben bringen Glück, aber ich. Scherben bringen, aber ich. Scherben bringen, aber ich. So gerne ich mag. Okay. Es liegt an der Dunkelheit. Bei Licht hat mein Sonar immer eins. Mist. Dann war halt hier die Lampe drin, aber das bringt ja auch noch nichts. Wenn ihr Schnaps. Kann ich auch nicht benutzen, oder? Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Hallo! Hm? Oh. Ich habe noch. Immer her. Wenn zum Beispiel das. Du meinst die rostige Schrottlaube da drin. Wie reagiert. Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, ja, der Rundschaft, ja, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier.
Ach, das ist natürlich gut. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Jetzt gucke ich mal hier noch was. Meine Freundin... So, sie machen so. Das. Na, wirklich? Ja. Lass die Finger, da holt man sich nur... Ist sonst... Okay, das mit dem Gehirn hatten wir schon. Weiß ich nicht. Selbst die... Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Oh, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge hier, was wir auswählen können. Manchmal, ich könnte... Also, ein Freund von mir kennt da eine Frau... Kann einfach Typen gehen. Was kann ich tun, um meine Frau mich nicht zu wenden? Ach, vergiss es. Na, ist egal, komm. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Wir haben ja jetzt hier einen Avial-Stromhund-Gera. Vielleicht können wir den ja irgendwie. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Ich versuche mal an das Gerät zu bauen. Vielleicht funktioniert es denn ja. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Da fehlt ein Stümpel. Ein Stümpel. Und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Vielleicht gibt es jetzt hier irgendwas Brauchbares im Schrott. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh, was ist denn das jetzt? Irgendwie passt das nicht. Ach so, gut, das ergibt Sinn. Ich kann das jetzt. Warte, hier ist ein 3 drauf und hier. Da muss das bestimmt. Kürzel mit 3 kommt bestimmt da. Kürzel mit 4 kommt nämlich an da. Kürzel mit 2 kommt da an. Dann kommt das grün und eckig. Das blau. So, und da haben wir jetzt hier. Schraubmuffe, Steckmuffe. Das ist, glaube ich, random, oder? Ah, Mist. Ja, keine Ahnung, was jetzt da irgendwie wohin gehört. Ich weiß, das denke ich passt, weil das ist halt hier dreieckig, das ist ja auch so dreieckig. Fehlt ein... Naja, auf jeden... Hey, was ist denn das jetzt? Achso. Hier fehlt... Ach, kann ich bestimmt das Bein reinhauen. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Gut. Was ist jetzt hier mit diesem Schotthaufen? Ich weiß ja nicht. Das kann doch nicht stimmen. Irgendwie passt das nicht. Also muss das drauf. Was ist mit den beiden? Die kann man also wieder austauschen. Die kann man auch austauschen. Na super. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ach so. Das heißt, die sind noch nicht fertig, dann muss ich die einfach umtauschen. Wahrscheinlich ist dann hier das Blau und das ist Lila. Ich weiß ja nicht, was da irgendwie wie passt. Nicht schlecht, Rufus. Ach, okay. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen.
So. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Das jetzt alles so richtig war, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt 3 von diesen Geräten. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Vielleicht in das Dreieck. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Was haben wir hier? Avialer Stromkehrer, Dorsaler Stromkehrer, Binasualer Stromkehrer. Also den Avialen brauchen wir, glaube ich, dafür. Das hat er ja gesagt. Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Dann ja, wollen damit wir driven. Oh, das klingt doch ganz gut. Wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ja, dann gib mal Gas. Und ab geht's. Yippie-yay! Ein Hebel! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Ich wusste, dass das passiert. Ah, jetzt bin ich hier oben. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir mal hier gucken, was es überall gibt. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier ist ein Lappen zum Schnapsreinigen. Komm ich hier wieder nach unten? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ja. Yep, Nudelrezept. Okay, da kann ich yep, nicht ran. Nudelrezept. Kann ich da irgendwie. Ah, jetzt kann ich hier oben erstmal ein bisschen drücken. Oha! Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Na, gut. Ganz groß. Jetzt kann ich hier wenigstens unten und oben langlaufen. Kann ich mir jetzt hier oben den Hebel verstellen. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Das aber go. Ich fahr einfach mal. No. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Warte mal. Weichenhebel fehlt. Okay, ich habe eine Idee. Wir müssen schnell sein. Wir müssen gucken, dass ich da diesen Hebel da bekomme. Dass ich den da reinhauen kann. Und nochmal aufsteigen. Los. Und jetzt ist doch hier. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel. Da ist dieser Hebel. Wie kriege ich diesen Hebel, Alter? Mal hoch. Da steht, ich halb so wild. Ohne Goal kann ich hier. Yes, vielleicht. Warte mal. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch diese. Kann ja erstmal hier runtergehen, oder? Ja. Vielleicht kann ich was aus dem Schrott holen. Ich habe einen Strom und ich sollte. Vielleicht kann ich erstmal hier sein Ding abputzen. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Damit kann ich doch bestimmt den Spiegel putzen. Hallo, kommst du öfter hierher? Polierter Spiegel. Ah, die Lampe ist an. Warum auch immer. Aber es ist an.
Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Kann ich vielleicht da diese Lampe rot reinmachen? Autsch, heiß! Ich weiß gerade nicht, warum die an ist. Aber die wird ja irgendwo hier hinten hinleuchten. Vielleicht, was ist, wenn ich jetzt hier den Hebel umlege? Das Officer auf aus. Da ist die Lampe auch aus. Was, wenn ich da jetzt eine rote Lampe reinhaue? Das Spiel macht gerade wieder richtig Spaß. Ich hatte vorhin, also was ist vorhin, in der anderen Stadt, da war es so ein bisschen so, ja. Was ist jetzt irgendwie wo? Aber jetzt ist es wieder richtig geil. Ah, jetzt habe ich den Schlüssel. Jetzt kann ich an den Schlüsselkasten. Der Kasten ist zu, als könnte... Jawohl. Ich weiß gerade nicht, wie ich das geschafft habe, dass die Ampel jetzt unten ist. Aber jetzt kommt er bestimmt mit dem Schlüssel. Also oben in den Schlüsselkasten ran. Ah, oh, da ist ein Achtkantschlüssel drin. Jawohl. Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal wieder einen kleinen Cut. Das ist hier bei Let's Play Deponia. Bis dahin. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.